Nach den großen Sims-Ankündigungen in der letzten Woche wurde etwas später noch viele weitere Informationen zum nächsten Sims-Teil, dem kommenden Baby-Update und der neuen Modding-Plattform geteilt, die ich euch in diesem Video zusammenfassen will. Los geht es mit Infos zur kommenden Plattform, auf der wir Spieler Mods für die Sims 4 herunterladen und Creator ihre Mods veröffentlichen werden können. So wurden nämlich ein paar mehr Informationen, was diese konkret noch so für neue Features bieten wird, geteilt. Die neue Plattform steht als eigenständiges Programm oder über den Browser bereit und wird ebenfalls inhaltlich moderiert. Am 14. November wird die Plattform für alle Spieler erstmalig erscheinen und beispielsweise auch Komfortfunktionen wie Kategorien und Filter bieten. Einige Simmer aus der Community sind hier bereits vertreten. Für viele Simmer, die besonders viele Mods und CC im Spiel haben, wird aber wohl ein weiteres großes neues Feature spannend werden, der neue Mod-Manager, der dann am 6. Dezember für alle Windows-Spieler erscheinen wird. Dieser bietet eine tolle Übersicht mit Vorschaubildern, mit denen sich Mods und CC einfach deaktivieren lassen, Auto-Updates, mit denen die Mods mit einem Klick nach einem Update automatisch auf den neuesten Stand gebracht werden, und Erkennung von kaputten oder doppelten Mods. Das sind echt geniale Funktionen, die uns Spielern besonders viel Arbeit abnehmen. Ansonsten gibt es noch eine kleine Info zum neuen Baby-Update, welches Anfang 2023 für alle Spieler bereitstehen wird. Dieses ist nicht, wie bisher angenommen, eine Überarbeitung der Babys in The Sims 4, sondern stellt eine neue Altersstufe dar. Nach den Babys kommen dann also die neuen Säuglinge und dann die Kleinkinder. Hoffentlich werden wir schon im Januar oder Februar das neue Säuglings-Update erhalten, es bleibt weiterhin spannend. Und noch weitere Infos zu Project Renee bzw. The Sims 5 wurden geteilt. So scheinen schon die ersten Spieler die extrem frühe Version der nächsten Sims-Generation bereits am 25. Oktober antesten zu können. So möchten die Entwickler für diese erste Version wissen, wie die Spieler mit dem neuen Anpassungstool für Objekte arbeiten. Dies geht aus einer ersten Mail an Spieler hervor, die unter anderem auch die Apartments erwähnt. Könnte das also wirklich ein Basisspiel-Feature der nächsten Sims-Generation sein? Es bleibt spannend, bis wir eine richtige Ankündigung zu The Sims 5 erhalten werden, wird es nämlich noch mehrere Jahre dauern. Lasst für alle kommenden Infos gerne ein Abo da, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, was ich über die Ankündigungen denke, findet ihr die neueste Folge Sim gehört mit meinem Kollegen Micha von simtimes.de in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den kleinen Neuerungen? Freut ihr euch schon auf weitere Informationen zu The Sims 5? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.